13. Oktober 2017, speedmagazin.de, Lando Norris vor Titelgewinn. Der junge Engländer konnte sich im Qualifying zum ersten der drei letzten Rennen um die Formel 3 Europameisterschaft den zweiten Startplatz sichern. Vor dem Carlin-Pilot steht Callum Ilott auf der Pole-Position. Maximilian Günther, der noch theoretische Chancen auf den Titel hat, erreichte lediglich den 12. Startplatz. Ein 8. Platz im ersten Rennen am Samstagmorgen würde Lando Norris vorzeitig zu Champion küren. Ilott auf Pole zum ersten Rennen am Samstag? Ilott auf Pole zum ersten Rennen am Samstag? Copyright Speed Pictures senkrechter Strich Zoom. Maximilian Günther müsste die drei Rennen am Wochenende gewinnen, um den Titel noch zu holen, und Norris dürfte nur einen 9. Platz erreichen, was sehr unwahrscheinlich sein dürfte. Mick Schumacher schloss das erste Qualifying auf dem 13. Platz ab. Der Sohn von Michael Schumacher liegt in der aktuellen Europameisterschaftswertung auf Platz 11 und in der Rookie-Wertung auf Platz 3.